Speisen in Topf mit Wolfsbarsch und Garnelen gehe. Für 4 bis 6 Portionen Zubereitungszeit, 1.30 Uhr Stunden 2 rote Spitzpaprika, 12 Garnelen, Klammer auf, ca. 45 Gramm, mit Kopf und Schale, Klammer zu, 4 Knoblauchzehen, 100 Gramm Zwiebeln, 100 Gramm Lauch, 100 Gramm Staudensellerie, 100 Gramm Möhren, 200 Gramm Tomaten, 2 Wolfsbarschfilets, Klammer auf, ca. 120 Gramm, mit Haut, Klammer zu, 5 Exaliter Olivenöl, 2 Exaliter Hummerbutter, 2 Exaliter Tomatenmark, 3 Exaliter Cognac, 1 I Hummerfond, 1 Döschen Safranfäden, Klammer auf, 0,1 Gramm, Klammer zu, 1 bis 2 TI geräuchertes Paprikapulver, 1,5 TI Cayennepfeffer, 2 Lorbeerblätter, 4 Stiele Thymian, Salz, Pfeffer, 150 Gramm Paella Reis, 2 Exaliter gehackte Mandeln, 100 Gramm TK Erbsen, 5 Stiele Petersilie, Zitronensaft, 1 Paprika putzen, waschen, längs halbieren, entkernen und mit der Hautseite nach oben auf einem Backblech unter dem vorgeheizten Backofengrill 15 bis 20 Minuten rösten, bis die Haut schwarze Blasen wirft. Paprika herausnehmen, in einen großen Gefrierbeutel geben, verschließen und in Minuten ausdämpfen lassen. Paprika herausnehmen, häuten und klein schneiden. Zweitens, Schale von den Garnelen lösen, Kopf und Schwanzflosse am Körper lassen, Rücken längs einritzen, den Darm entfernen, Garnelen abspülen und trocken tupfen. Drittens, Knoblauch und Zwiebeln in feine Würfel schneiden, Lauch putzen, waschen und das weiße und hellgrüne in feine Würfel schneiden, Sellerie putzen, entfädeln und in feine Würfel schneiden, Möhren schälen und in feine Würfel schneiden, Tomaten halbieren und auf eine Küchenreibe so reiben, dass die Schale übrig bleibt. Fischfilets quer halbieren. Viertens, Olivenöl und Hummerbutter in einem Bräter erhitzen. Knoblauch und Zwiebeln darin glasig dünsten. Möhren und Sellerie zugeben und 2 bis 3 Minuten mitdünsten. Tomatenmark unterrühren und anrösten. Geriebene Tomaten zugeben, mit Cognac ablöschen und mit Fond auffüllen. Safran, Paprikapulver, Cayenne, Lorbeer und Thymian zugeben, mit Salz und Pfeffer würzen und aufkochen. Reis, Garnelen, gegrillte Paprika und Fisch zugeben und im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad, Klammer auf, Gas 2 bis 3, Umluft nicht empfehlenswert, Klammer zu, 15 bis 18 Minuten offen garen. Mandeln, Erbsen und Lauch nach 5 Minuten zugeben. Fünftens, inzwischen Petersilienblätter von den Stielen zupfen und fein hacken. Ein Topf mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken und mit Petersilie bestreut sofort servieren. Pro Portion, Klammer auf, bei 6 Portionen, Klammer zu, 26 Gramm E, 18 Gramm F, 29 Gramm Ka gleich 405 Kilokalorien, Klammer auf, 1695 Kilojoule, Klammer zu.